Robin, ja, die Generalprobe ist geglückt. 93 zu 58 habt ihr gerade gegen Portugal hier in Gießen gewonnen. Jetzt geht's nach Kiel und geht der Ernst los. Was glaubst du, wie weit seid ihr vorbereitet jetzt für die EM-Quali? Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Ich glaube, es war nochmal ein guter Test, die letzten zwei Spiele. Gestern das Spiel haben wir uns ein bisschen schwerer getan. Heute haben wir wirklich gut und konzentriert auch die 40 Minuten gespielt und haben dann natürlich dann verdient in der Höhe gewonnen. Ich denke, es ist gut, wenn man mit so einer Generalprobe jetzt in die echten Härtetests geht. Du bist so ein bisschen der Leader im Team, auch wenn du meistens von der Bank kommst. Wie würdest du deine Rolle sehen und wie siehst du das Team als Gesamtes? Was macht es aus? Also erstmal, das Team ist natürlich, wir sind eine junge Mannschaft, eine hungrige Mannschaft. Ich denke, wir müssen mit unserer Leidenschaft spielen, wir müssen schnell spielen, wir sind athletisch, wir können viel rennen, wir müssen die Gegner eigentlich so ein bisschen totrennen. Und das macht uns aus. Ich denke, meine Rolle ist, wie gesagt, ich bin jetzt der Älteste in der Mannschaft und ich will das Team natürlich führen. Ich komme von der Bank und habe eine Aufgabe dann einfach, je nachdem, was wir brauchen, einfach das Team anzuführen und dann auf die Siegerstraße zu bringen. Blicken wir mal ganz kurz auf Kiel, auf das nächste Spiel, was ja nächsten Mittwoch stattfindet. Was erwartest du von Dänemark? Was glaubst du, wie wichtig wird das auch sein für euch, einfach in so einen nochmal neuen Rhythmus zu kommen für die EM-Quali dann? Enorm wichtig. Also es wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Wir müssen da, jeder kennt EM-Qualifikationen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr hart. Und die Gegner sind super vorbereitet und es wird schwer. Also wir sind nicht mehr im Zeitalter, wo wir Dänemark, Österreich und Holland unterschätzen dürfen. Jeder kann Basketball spielen. Jede Mannschaft ist gut ausgebildet. Und wir müssen mit dem Heimspiel auf jeden Fall mit dem Sieg starten. Alles klar. Ich danke dir. Bitte schön.